Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir diese Nachricht, die für dich ist, mit dir teilen, dir mit auf den Weg geben und einfach mal schauen, was ist die Herzensbotschaft? Welche Nachricht ist für dich heute? Was ist, was dich heute erwartet? Ja? Was solltest du über deinen Entwicklungsprozess wissen? Was ist das, was dich innerlich bewegt, dich innerlich berührt? Was ist das, worauf du achten solltest? An dieser Stelle, ihr kennt mich alle, ich möchte immer gerne sagen, herzlichen Dank für deine Likes, dass du meinen Kanal abonniert. Herzlich willkommen auch alle Neuen, die gerade eingeschaltet habt, die ihr neu zu meinem Kanal euch angeschlossen habt. Danke, 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 auch für diese liebenswerten Kommentare. Wirklich Dankeschön, dass du mich an deinem Leben teilhaben lässt und auch wirklich, Dankeschön einfach für alles. Ich freue mich echt total, dass mein Kanal stetig wächst und auch die ihr schon mit mir private Legung gemacht habt, ihr wisst, wer ich bin. Also ihr wisst schon, dass ich wirklich sehr zuverlässig bin und von daher mache ich mir also gar keine Gedanken darüber, wann und ob du dich wie auch immer melden möchtest oder melden wirst. Ja? Die Fakt ist einfach, wenn deine Intuition dich zu mir, zu Alaina Tarot führt, ist, weil du einfach die bestimmte Nachricht hören musst. Es ist einfach, weil dein Gefühl sagt, eine private Legung mit mir buchen zu wollen. Weil dein Gefühl einfach weiß, dass genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um einige Bereiche in deinem Leben wirklich komplett neu zu gestalten und einfach zu bedenken. Ja? Bitte verzeiht meine Stimme, ich habe gestern extrem viel gesprochen. Ja, und deswegen bin ich ein bisschen heiser, ein bisschen angekratzt, also nicht wundern, warum ich heute ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser spreche. Es ist einfach wirklich nur, weil ich wirklich ein bisschen angekratzt bin, ja. Nichtsdestotrotz, wir wollen einfach mal starten, um mal zu schauen, was sind die Herzensbotschaften für dich am heutigen Tag. Wir machen das heute mal alles ganz, ganz anders, ja. Also, wir schauen einfach mal, wow, was haben wir hier? Wir haben hier wirklich einige Leute unter euch, die angefangen haben, sich mit ihrem Ego, mit dieser männlichen, expansiven Kraft, die in ihnen lebt, ja, oder die in dir lebt, wirklich auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn du zu den Leuten gehörst, die wirklich ein Problem mit ihrem Ego haben, mit ihrem Selbstwertgefühl, ja, mit dieser Dominanz, mit diesem immer im Mittelpunkt stehen zu müssen, immer Recht haben zu müssen, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wo du wirklich aufpassen solltest, dass deine Egos, dass diese männliche, expansive Kraft in dir nicht überhand nimmt. Heiße sie herzlich willkommen, aber du musst ein Gleichgewicht herstellen, ja? Zwischen weiblicher Kraft, das heißt Intuition, und männlicher expansiven Kraft ist dieses Ego, diese Schattenseite, ja? Diese Dominanz, dieses Rechthaberische, diese Schattenseiten halt, dieses ganz Starre halt in dir. Es ist wichtig, dass du anfängst, wirklich die Balance zu halten. Warum? Damit du ausgeglichen bist. Damit du erkennst, dass eine expansive männliche Kraft erforderlich und wichtig ist in manchen Bereichen, in manchen Situationen, in manchen Momenten. Das heißt, was möchte ich dir damit sagen? Ich möchte dir damit sagen, wenn es erforderlich ist, dass du deinen Kopf über dein Herz strömst, mach es. Wenn es erforderlich ist, dass du ein bisschen mentaler denkst, mach es. Wenn es erforderlich ist, dass du dich etwas schützt, ja, vor Untreue, vor Falschheiten, vor Betrügereien, über jemanden, der dich über den Tisch ziehen möchte, oder du bist derjenige, der manchmal so reagiert, solltest du aufpassen, dass du diesen männlichen, expansiven Kraft, diese Seite in dir, nicht zu viel Überhand gibst. Heiße sie herzlich willkommen. Okay, aber gib ihr nicht so die Überhand. Ich hoffe, du verstehst mich einigermaßen. Solltest du mich nicht verstehen, ist es gar kein Problem. Kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen und ich gebe dir darüber nochmal nähere Auskünfte. Die Fakt ist einfach hier, dass wir hier Menschen haben, ja, die gerade dabei sind, das zu lernen, dass sie sich einfach nicht so mental, rational verleiten lassen sollen zu handeln. Auf der anderen Seite habe ich hier wirklich eine Gruppe von Leuten, die bereits erkannt haben, dass sie manchmal überreagieren, dass sie manchmal einfach zu extrem kaltherzig sind, ja, dass sie von einer Sekunde auf die andere so total durch den Wind geworfen werden und einfach nur mit Negativität reagieren, weil die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Die Nachricht, die heute für dich ist, ist einfach nur, junge Frau, kehre einfach in deine Mitte, bleib relaxed. Ja, nicht die ganze Welt ist gegen dich, der einzigste Mensch, der gegen dich ist, bist du selber in erster Linie. Und danach kommen erst alle anderen. Also du kannst dein bester Freund sein oder dein größter Feind. Und wenn du schon die Option hast, dann sei doch am liebsten dein bester Freund, weil bedenke, dass du ein Leben lang mit dir leben musst. Du musst in erster Linie ein Leben lang mit dir klarkommen. Mit deinen liebevollen Eigenschaften, mit deinen negativen Eigenschaften, ja, mit deinen Charakteren, mit deinen Vorzügen, mit deinen Launen, mit allem, was dazugehört. Mit dem Hund, mit der Katze und mit dem schielenden Floh. Okay? Also es ist gar kein Problem, dass du manchmal wirklich explodierst.
Das ist auch gut so und es ist auch wichtig, ja. Es ist wichtig, diese ganzen negativen Gefühle, die wir haben, einfach rauszulassen. Es ist wichtig, diese ganze Wut, die da manchmal aufgebaut wird, rauszulassen. Es ist wichtig, dass man auch wirklich mal in den Spiegel guckt und einfach sagt, ey, was bist du heute wieder grummig? Was bist du heute wieder echt total eklig, ja? Es ist wichtig. Das sind alles so Zeichen, die dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist, dein Leben frei zu gestalten und neu zu gestalten. Auf der anderen Seite habe ich hier wirklich, dass diese Nachricht, die für dich ist, es heißt Lebenslust. So wie wirklich eine lebende, pure, fließende Energie, ja, eine beständige, fließende Energie, so wie ein fließender Fluss, hast du eine fließende Energie in dir drin, die dich durchströmt, damit du eine unbändige Lebenslust verspürst. Du musst sie nur aktivieren. Das Bedürfnis zu leben ist da. Das Bedürfnis glücklich zu sein ist da. Das Bedürfnis in Harmonie zu sein ist da. Das Bedürfnis treu zu sein ist da. Alle positiven Eigenschaften, die du brauchst, um dein Leben frei zu gestalten, sind in dir. Nur manchmal vergisst du einfach, diesen Knopf zu drücken, um diese zu aktivieren. Okay? Heute ist einfach der Tag, wo ich mal nicht schimpfen möchte. Ich möchte dir heute einfach nur mal die Option geben, dass du einfach dieses Video dir in Ruhe anhörst und mal drüber nachdenkst, ob ich nicht doch in ein oder anderen Punkten recht habe. Ja, ich habe recht. Ich habe nicht in ein oder anderen Punkten recht, ich habe in allen Punkten recht. Für die Leute, die sich hier angesprochen fühlen. Ja, wir haben hier ganz kurioserweise sowohl die Intuition, die weibliche intuitive Kraft in dir. Ja, die ein Geschenk der weiblichen Intuition ist. Die Kraft, die dich feminin werden lässt. Die Kraft, die dich feinfühlig werden lässt. Die Kraft, die dich sensibel werden lässt. Die Kraft, die dich sinnlich erscheinen lässt. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Alle Menschen haben eine ausgeprägte Intuition. Die einen schaffen es mehr darauf zu hören, die anderen schaffen es weniger darauf zu hören. Und deswegen ist die Nachricht heute für dich, du musst männliche und weibliche wie Yin und Yang im Einklang bringen. In Harmonie. Ins Gleichgewicht. Das eine kann nicht ohne das andere. Alles, was in Unausgeglichenheit ist, ja, was aus der Balance gerät, bringt Konflikte und Probleme mit sich. Ob in der Partnerschaft, ob in der Kindeserziehung, ob mit der Arbeit. Egal, worum es sich in deinem Leben geht, wenn irgendein Teil von dir nicht mehr in seiner Balance ist, nicht mehr in seiner Energie, nicht mehr in seiner Mitte, ja, dann hast du ganz schnell das Problem, dass du unruhig wirst, dass du schlaflose Nächte hast, dass du Gedankenkarusselle hast, dass du einfach nicht mehr weißt, ob du Fisch oder Fleisch bist. Und das könnte dir wirklich auf lange Zeit wirklich ein Problem kausieren. Das könnte wirklich Probleme für dich mit sich bringen. Ja? Deswegen, was musst du machen? Dich geborgen fühlen. Egal, wo auch immer du bist, fühle dich geborgen. Ja, als erstes in deiner eigenen Mitte. Als erstes in deiner eigenen Welt. Als erstes musst du anfangen, dich selber zu lieben. Die Kommunikation zu dir wirklich wiederherzustellen. Dich so zu akzeptieren, wie du bist. Mit deinen Vorzügen, mit deinen Schattenseiten. Dennoch musst du die Kraft und den Mut haben, ja, immer die beste Version von dir an den Tag zu legen. Du musst immer den Mut und den Wunsch haben und die Klarheit zu finden, wie du als bessere Version von dir leben kannst. Wer ist die bessere Version von dir? Wer ist dein Ego? Ja, wer ist deine Co-Abhängigkeit? Alles geschieht immer zu einem richtigen Moment und denk dran, nichts in dieser Welt ist kostenfrei. Alles auf dieser Welt bedarf einer Anstrengung, ja, du musst was dafür tun. Gebe die Hoffnung nicht auf, dass du dich tagtäglich immer ein bisschen nach vorne bewegen wirst. Immer ein bisschen nach vorne bewegst, immer ein bisschen, ja. Du hast die Möglichkeit, aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen. Egal worum es geht, wartest du auf einen Gerichtsprozess, wartest du auf legale Papiere, auf Unterlagen, auf irgendetwas, was dein Leben bereichern wird, gebe die Hoffnung nicht auf. Kämpfe für das, was dir zusteht. Fordere nie mehr wie das, was dir zusteht. Ja, rede mit deinem Anwalt, mit dem Rechtsanwalt, mit dem Richter, mit dem Staatsanwalt, mit wem auch immer, ja, mit der Kindergeldstelle. Egal, worum es bei dir in Papieren geht, wenn du nochmal einen Antrag stellen musst, frage einfach nach, wie weit die Unterlagen schon sind, ob alles vollständig ist, damit auch das, was dir zusteht, du auch bekommst. Für die Leute, die jetzt keine Probleme mit den Papieren haben, keine Anträge gestellt haben, macht euch keine Gedanken, dann ist das einfach nicht für dich. Okay, es gibt aber hier viele Leute, die jetzt eine Krise durchstehen, nicht nur finanzielle Krise durch das Ganze, was sich hier mit dem Virus in unser Leben geschlichen hat, sondern einfach auch durch Arbeitslosigkeit, ja, durch Scheidungen, durch Trennungen, durch Unterhaltsklagen, durch was auch immer. Es gibt hier eine riesengroße Krise, die ihr bewältigen müsst, ja, die du bewältigen musst. Geh es an. Du bist erschöpft, dann ruhe dich aus.
Du hast schlaflose Nächte, nimm dir Medikation, versuche in die Meditation zu gehen, versuche dir einfach Ratschläge und Hilfe zu holen. Die Fakt ist einfach, dass du immer in dieser friedlichen Kommunikation bleiben musst. Des Friedens, der Gehorsamkeit, ja, des innersten Verständnis, ja, dass du wirklich bereit bist, die Welt, deine eigene Welt von innen heraus zu verarbeiten, zu bearbeiten, zu verändern, zu erweitern, zu bestehen, durch neues Erblühen, durch neues Erwachen, durch neues Erleben. Was wir hier haben, sind so viele verschiedenste Nachrichten auf so viele verschiedensten Themen, dass mir einfach die Zeit nicht ausreicht, um alles anzusprechen. Deswegen versuche ich einfach, diese Nachricht, so gut es geht, zu komprimieren. Du musst anfangen, diesen Respekt, den du für dich hast, ja, wirklich auszuarbeiten. Du musst wirklich verinnerlichen, was bedeutet einfach zu respektieren. Was heißt Respekt zu zollen jemandem? Was heißt mich selber zu respektieren? Was wollen eigentlich Leute mit Respekt sagen? Für die, die ihr noch nicht wisst, was wirklich das Wort Respekt bedeutet, kehrt wirklich in euch und versucht es zu analysieren. Ansonsten fragt Leute, geht in Google rein, ja, geht in YouTube rein, wo auch immer, wo man euch helfen kann, diese Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Worauf wartest du? Ja? Du kannst nicht immer erwarten, dass alles mit einem Feuerwerk beginnt. Auch die Liebe kann nicht immer mit einem Feuerwerk beginnen. Ja, alles kommt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Die Liebe wächst auf von einer Sekunde auf die anderen, von einem Moment auf die anderen. Nicht sofort ist die Liebe ein großes Feuerwerk. Nicht sofort wirst du beruflich erfolgreich sein. Nicht sofort werden sich deine Finanzen wirklich stabilisieren. Nicht sofort wirst du das Glück finden, was du möchtest. Nein, es bedarf wirklich, dass du dich anstrengst, dass du wirklich die Liebe zu dir selber findest, dass du deine ganze Gesundheit, dein ganzes Sein wirklich nochmal mit Menschlichkeit, mit Ruhe, mit Bedachtheit, ja, mit Bewusstsein wirklich nochmal überdenkst. Du hast so viele Erfahrungen bisher gemacht. Also dann setze das bisschen, was dir noch fehlt, einfach um und tatkräftig nach vorne zu schreiten und dein Leben so gut es geht zu bereichern. Möglicherweise kannst du dieses Video, was ich dir heute aufzeichne, diese Herzensbotschaft, die für dich ist, ja, diese Nachricht, die heute für dich ist, noch nicht ganz realisieren. Deswegen ist es wichtig, dass du dir dieses Video heute noch mal ein paar Mal anhörst, in den nächsten Tagen ein paar Mal anhörst. Warum? Weil ich merke, dass dieses Video heute, die Nachricht heute für dich, ja, ist eine sehr wertvolle Nachricht, eine sehr kostbare Nachricht. Aber viele von euch werden noch nicht bereit sein, diese Botschaft wirklich anzunehmen. Deswegen hört euch das Video immer wieder von Anfang bis Ende durch. Ja? Geht wirklich in diese Fruchtbarkeit des Lebens rein. Ihr seid der Samen des Lebens. Du bist der Samen des Lebens. Sage immer wieder eine positive Affirmation. Ich freue mich darüber, dass ich fruchtbar bin, dass ich aufnahmefähig bin, dass ich Veränderungen in meinem Leben wirklich annehmen kann, dass ich anfangen kann zu blühen, zu erwachen, zu leben und zu lieben. Sicherlich ist es am Anfang schwer, aber es ist nicht unmöglich. Es liegt ganz allein an dir, welche Farbe du deinem Leben geben möchtest. Es liegt ganz allein an dir, wie weit du nach vorne schreiten möchtest. Es liegt ganz allein an dir, ja, was du wirklich real möchtest. Brauchst du Hilfe? Frage um Hilfe. Scheue dich nicht. Okay, guck mal hier. Die Güte kommt. Du wirst das ernten, was du gesät hast im Laufe deines Entwicklungsprozesses. Wenn du anfängst, wie der Phönix aus der Asche zu erwachen, ja, wenn du anfängst, die Neubeginne anzunehmen, wenn du anfängst, deine Fehler wirklich zu korrigieren, wenn du anfängst, bewusst zu erkennen, wer du als Mensch bist, wo du über den gleichen Stein stolperst, wo du ein toller Mensch bist, ja, wo deine Herzenswärme herkommt, wo deine Güte herkommt, wo deine Traurigkeit herkommt, wo dein Schmerz herkommt, wo deine Unsicherheit manchmal herkommt, deine Impulse, deine Aggression, wenn du erkennst, wer du wann wie bist, wird alles einfacher. Vertraue darauf, dass Gott wirklich in deinem Leben tritt und dir immer zum richtigen Zeitpunkt zur Seite steht. Vertraue darauf, dass du wirklich begreifen wirst und gerade am Begreifen ist, wie wichtig das ist, dich neu zu inspirieren, dich neu zu finden. Du hast jeden Tag die Wahl, dein Leben zu destruieren, also kaputt zu machen, ja, oder neu aufzubauen und zu leben und liebend und glücklich zu sein. Du entscheidest ganz allein, wohin deine Reise dich hinführt. Sei authentisch, sei offen, sei liebevoll zu dir und mit anderen. Es ist ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll, dass diese Nachricht, die heute für dich ist, diese Herzensbotschaft, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, ja, du einfach annimmst, weil du bist in einem Entwicklungsprozess drin, der für dich manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist, aber wenn du dir Mühe gibst, wenn du wirklich dein Inneres verstehen willst, ja, wirst du es verstehen. Alles kommt nach Gottes Plan. Alles, was du bisher durchlebt hast, kommt, weil du Fehlentscheidungen getroffen hast oder weil du einfach eine Entscheidung getroffen hast. Und Gott ist gerade dabei, in deinem Leben wieder Ordnung zu bringen. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt,
Stückchen für Stückchen mit Sachen, die dir gefallen und Sachen, die dir nicht gefallen werden. Nehme also alles an, das Positive und das Negative. Aber entscheide dich immer wirklich, das Negative rauszulassen, es zu verarbeiten und dein Leben Tag für Tag wirklich wieder ins Licht zu bringen, in die Güte zu bringen, in die Barmherzigkeit zu bringen, in die Offenheit zu bringen. Und nehme diesen Zyklus des Lebens, der dir gerade geschenkt wird, wirklich dankend an. Und bereichere dich mit jeder Sekunde, die du hast, ja, an einem neuen Leben, an einem neuen Bewusstsein, an dieser tollen Harmonie, die dir zuteil werden wird, immer und dann, wenn du es schaffst, aus diesem Loch rauszukommen, positive Resultate zu erzielen, zielstrebig zu sein, die Einsamkeit hinter dir zu lassen, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, über dich hinauszuwachsen und bewusst klare Entscheidungen zu treffen und wahre weise Entscheidungen zu treffen, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es möchtest. Ja? Ich danke dir, diese Nachricht, die heute für dich war, war für mich eine sehr schöne Nachricht. Ich weiß, dass sie für den einen oder anderen schwer zu verstehen ist. Ja, das ist mir, dessen bin ich mir bewusst. Aber es geht sich nicht darum, dass ich mir das aussuche. Es geht sich einfach nur darum, dass, was das Leben dir wirklich mit auf den Weg geben möchte. Damit du einfach wirklich lernst, ein friedliches Leben zu führen. Und ein tolles Leben zu führen ist gar nicht so schwer. Man muss es einfach nur wollen. Also, hör dir dieses Video immer und immer wieder an. Ja, immer und immer und immer wieder an. Bis dass du es begriffen hast, was diese Botschaft heute in dein Herz wirklich reinfließen lassen möchte, ist Verständnis, Respekt, Mut, Sicherheit und einfach die Balance zu finden zwischen expansive männliche Kraft und intuitive weibliche Kraft. Dass du einfach die Balance in dir selber hältst und wirklich immer klar und richtig entscheiden kannst. Gib dem Leben die Farbe, die du für richtig hältst. Ja? Ich danke dir für deine Likes, danke, dass du das Glöckchen drückst, danke, dass du meinen Kanal abonnierst, danke, dass du wirklich alle Nachrichten zu deinen Nachrichten machst, ja. Ich fühle dich ja ganz herzlich gedrückt. Bitte verzeiht meine Stimme heute. Ich bin heute wirklich ein bisschen angekratzt und ab morgen geht es mir wieder gut. Dankeschön, bye.